Hallo liebe Freunde, mein Name ist Alexander. Ich bin niemand. Ich bin nur ein österreichischer Staatsbürger, habe kein politisches Amt, möchte auch nicht für eines kandidieren, obwohl ich mit unserem Bundespräsidenten das Kettenrauchen gemeinsam habe. Heute am 8. Mai 2022, dem Gedenktag der Befreiung Europas von der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft, möchte ich dennoch ein paar Worte aussprechen, die mir sehr am Herzen liegen. Die Geschichte ist wichtig, um aus ihr zu lernen und eine bessere Zukunft zu gestalten. Was lernen wir aus der Geschichte des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs? Punkt 1. Es beginnt immer mit Pauschalisierung. Zuweisung der Schuld an eine bestimmte Personengruppe. Pauschalisierung ist immer falsch. Es gibt nicht die Journalisten, die Politiker, die Polizisten, die Demonstranten, die Juden, die Deutschen, die Österreicher, die Einwanderer. Es gibt immer nur den einzelnen Menschen, der für sein Handeln Verantwortung tragen muss und soll. Die zweite wichtige Lehre: Krieg ist immer falsch. Es gibt und gab nie einen gerechten Krieg, denn Krieg verursacht Tod und Leid. Gerade heute am Muttertag möchte ich meine Anteilnahme allen Müttern aussprechen, die ihre Kinder im Krieg verloren haben, verlieren oder verlieren werden. Und damit das nicht noch mehr werden, bitte ich darum: Wer Krieg will, schickt Waffen. Wer Frieden will, schickt Diplomaten. Lasst uns nicht den russischen Angriffskrieg beantworten, indem wir einen militärischen Sieg um jeden Preis durchsetzen wollen, sondern lasst uns mit allen verfügbaren Mitteln auf einen Verhandlungsfrieden hinwirken, der möglichst wenig menschliches Leid und Opfer fordert. Humanitäre Hilfe, Solidarität und maximal möglicher Verhandlungsdruck, das ist der Weg zum Frieden. Ich zitiere Helmut Schmidt: Lieber 100 Stunden sinnlos verhandeln, als eine Stunde schießen. Liebe Grüße, Alexander.